Welt des Mittelalters erwartet euch in Knights of Honor. Und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von Knights of Honor, wie wir hier oben sehen. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel aus dem Jahre 2004. Wir befinden uns hier im Menü und werden direkt mal in den Einzelspielermodus starten. Dort gibt es zwei Spielmodi zu sehen. Einmal hier oben Europa erobern. Darunter, zwei drunter, die Einzelschlacht. Die zeige ich ganz kurz. Da geht es darum, einzelne kleine Schlachten zu führen. Einmal die Schlacht auf offenem Feld oder den Angriff auf eine Stadt. Da kann man sich dann auch aussuchen, ob man Angreifer oder Verteidiger sein möchte. Das ist recht kurzweilig, daher werden wir diesen Modus nicht spielen. Und somit starten wir gleich mal in die Auswahl für Europa erobern. So, wir sind jetzt im Auswahlbildschirm und sehen direkt vor uns eine große Liste mit vielen, vielen Ländern. Diese Listen unterscheiden sich. Es gibt drei verschiedene, einmal für das frühe Mittelalter, das hohe Mittelalter und das späte Mittelalter. Die bessere Übersicht bekommt man, wenn man hier rechts auf die Kartenansicht stellt. Dort sieht man dann ganz genau, wo welche Länder liegen und kann auch sich mit den Größen ungefähr was vorstellen. Wir werden jetzt aber im frühen Mittelalter starten. Und da ich die britischen Inseln sehr mag, beziehungsweise sehr gerne mit ihnen anfange, werde ich das auch jetzt tun. Und wir werden Wessex nehmen. Wessex ist sozusagen der Begründer des englischen Königreichs. Und deswegen ist es meiner Meinung nach eine ganz gute Wahl. Was auch noch meiner Ansicht nach wichtig ist, dass man mit möglichst wenig Provinzen anfängt, damit man für den Anfang des Spiels nicht so viel organisieren muss, nicht an 50 Provinzen gleichzeitig irgendwas ausbauen muss, dann wäre Deutschland dann vielleicht nicht so gut. In diesem Sinne werden wir jetzt auf Spielen klicken und starten das Spiel. So, hier sehen wir auch direkt unsere erste Provinz bzw. die Hauptstadt im Zentrum. Das ist die Provinz Cornwall mit Exeter als Hauptstadt. Ich werde mal das Spiel pausieren, damit ich jetzt erstmal ein bisschen zeigen kann. So, wir sehen hier, wie gesagt, die Stadt. Hier befindet sich unser Marschall, der Kleine, der steht noch außerhalb der Stadt. Und dann haben wir verschiedene Dörfer drumherum. Einmal haben wir hier so ein Dorf mit Hammer und Axt. Das ist ein Dorf, was uns Arbeiter besorgt, beschafft, erstellt. Hier haben wir ein Hafendorf mit der kleinen Goldmünze. Wie sich jeder denken kann, bekommen wir dadurch etwas Geld. Und wenn wir jetzt ein bisschen suchen, haben wir hier ein Kloster, da bekommen wir Glauben, dazu erkläre ich später noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal weiter, es müsste nämlich noch eine Form des Dorfes sein. Und da haben wir sie auch schon direkt an der zweiten Hauptstadt von unserem Land. Nämlich hier, das ist ein Dorf, was Felder und so weiter drumherum hat. Hier bekommen wir Nahrung für die Stadt, so dass wir Soldaten und Ähnliches überhaupt erst bauen können. Hier haben wir dann unsere zweite Provinzhauptstadt, das ist Canterbury von der Provinz Kent. Und damit können wir fast schon richtig ins Spiel starten. Ich erkläre jetzt noch kurz was zu den kleinen Ritterköpfen hier oben. Das sind unsere freien Ritterplätze, da können wir unsere Ritter anstellen bzw. anwerben. Davon gibt es ein paar. Das wäre einmal der Marschall. Da haben wir ja schon einen auf dieser Seite hier. Der führt unsere Truppen an und ist quasi unser Soldatenanführer. Der Spion infiltriert andere Königreiche, kann die Königsfamilie der anderen meucheln und für Vertragsabschlüsse sorgen, ein bisschen zumindest, und, und. Der Kaufmann, mit dem wir vergleichsweise viel spielen werden, macht, was ein Kaufmann so tut, baut Handelsrouten auf und beschafft uns ordentlich Geld. Der Kleriker ist eine Art Priester. Kleriker wahrscheinlich deswegen, weil es natürlich auch den muslimischen Glauben hier gibt. Und dieser kann uns frisch eroberte Provinzen ein wenig bekehren, beziehungsweise dafür sorgen, dass die Leute nicht ganz so sauer sind, dass wir da ein bisschen einmarschiert sind. Der Grundherr als vorletztes sorgt für einen schnelleren Nahrungsanbau und ist meiner Meinung nach nicht so gut.
oder nicht so nützlich. Und zuletzt der Baumeister, der für die Verschnellerung von Gebäudebauaktionen sorgt, was allerdings auch nicht so viel bringt. Also es lohnt sich nicht, dafür einen Ritterplatz zu opfern. So, und dann starten wir auch direkt ins Spiel und heben mal die Pause auf. So. Als erstes stecken wir unseren Marshall mal in die Stadt und gucken auf die Weltkarte. Hier sehen wir jetzt schön unsere ganzen Nachbarn und auch die größeren Nachbarn wie hier Deutschland und Frankreich. Und wechseln mal in die Beziehungsansicht. Und da sehen wir direkt, York ist ein wenig orange und hat ein kleines Symbol, zwei gekreuzte Schwerter und Feuer dahinter. Das bedeutet, wir sind mit York im Krieg. Und das ist natürlich ohne eine Armee immer relativ unpraktisch. Deswegen klicken wir auf York und versuchen mal in einer Audienz einen Friedensvertrag kurz auszuhandeln. Bieten wir ihm die Waffenruhe hier mal an. Und direkt angenommen, damit haben wir zumindest erstmal für ein paar Minuten Ruhe vor York. Sonst haben wir kaum Beziehungen, wie man hier sieht. Es ist alles sehr neutral. Zur Erklärung der Farben, grün ist natürlich, die mögen uns. Und je mehr es rot wird, desto, naja, da sollte man dann aufpassen, dass man genug Soldaten hat. So, wir bieten mal Deutschland, einem recht großen Land, ein Handelsabkommen an. Die haben es auch direkt angenommen. Und dann kommen wir zu den Kaufmännern, die ich ja schon angekündigt hatte. Als erstes, hier sehen wir unsere drei Mitglieder der königlichen Familie. Das ist unser König, der wird ein Kaufmann und die beiden Prinzen auch. So, dann werden wir eine Handelsroute mit Deutschland aufbauen und suchen uns noch zwei etwas größere Länder. Zum Beispiel Frankreich, mit denen wir handeln wollen. Und auch hier unten Byzanz. So. Damit haben wir schon mal drei Handelspartner, mit denen wir jeweils eine Route aufbauen. Oh. Frankreich war ja gar nicht so gut. Da haben wir eine diplomatische Nachricht erhalten. Da beglückwünscht uns jemand zum Frieden mit York, aber das wird nicht lange halten, vermutlich. Ja, Frankreich ist nicht so gut. Bringt uns nur 5 Goldmünzen. Gucken wir mal, ob wir mit den Fatimiden, die haben auch ein sehr großes Reich, ob wir mit denen besser handeln können. Bieten wir denen das mal an. Ja, sie wollen auch. Und dann hoffen wir mal, dass sie uns mehr Geld bringen. Ja, 15, das ist erstmal in Ordnung. So, jetzt wo wir unser Grundfinanzmittel gesichert haben, können wir auch gleich in den Ausbau unserer Provinzen starten. Und da fangen wir in Cornwall an. Hier unten ist das Stadterweiterungsmenü, quasi das Baumenü. Und da werden wir mal gucken, da ist noch nichts gebaut. Manchmal hat man schon ein paar Gebäude. Und wir fangen am besten mit dem Übungsplatz an, weil man sollte hier im Mittelalter recht schnell eine Armee haben, sonst wird man von allen anderen überrannt. So, wir wechseln die Provinz und gucken mal bei Kent. Und Kent, da sehen wir, da ist es schon wesentlich besser ausgebaut. Die Stadtwache ist schon da, ein Kornspeicher, der den Nahrungsvorrat erhöht und ein Wassergraben. Da haben wir noch den Steuereintreiber. Der Steuereintreiber hat einen Vor- und einen Nachteil. Er sorgt für Gold in allen Dörfern, allerdings für Minuszufriedenheit in der Provinz. Das mag ich ganz und gar nicht, weil gerade im Anfangsbereich ist es relativ schwierig, die Laune der Provinz oben zu halten, was man hier unten sieht. Da haben wir plus 1% und das ist nicht so gut. Da ist die Aufstandsgefahr recht hoch. Dementsprechend werden wir diesen Steuereintreiber sofort entfernen.